Italienmeisterschaft im Muni Einradfahren in Naturns. Muni ist die Abkürzung für Mountain Unicycle, das so viel wie Perk-Einrad bedeutet. Ein Einrad, das speziell für das Fahren im Gelände konzipiert wurde. Mit breiten Stollenreifen und Handbremse. Die 60 Teilnehmer und Teilnehmerinnen messen sich in drei unterschiedlichen Kategorien. Im Uphill, Downhill und Cross-Country. Uphill ist aufwärts fahren, Downhill ist also aufwärts und Cross-Country ist eher so Gelände und so. Ja, und bei allen drei Disziplinen ist das Gelände alles andere als einfach. Wurzeln, Steine und enge Kehren machen das Fahren zu einer großen Herausforderung. Es ist schwerst, es geht steil rein, weil es sturnig ist und es sind viele Wurzeln noch. Also beim Einradfahren braucht man viele verschiedene Fähigkeiten. Man lernt teamfähig zu sein, aber auch Ausdauer zu haben, dabei zu bleiben und gutes Gleichgewicht. Und Nadja muss es ja wissen, denn immerhin ist die 25-Jährige bereits frisch gebackene doppelte Vize-Weltmeisterin. Um solche Weltklasse-Ergebnisse zu erzielen, bedarf es natürlich viel Training und Durchhaltevermögen. Und das beginnt schon bei den ersten Versuchen. Das Schwierigste ist gewesen, das Gleichgewicht zu haben. Und halt zu fahren ist auch schwer gewesen. Und immer wieder aufsteigen, auch nach Stürzen. Also richtig Berge, dann habe ich noch nie. Aber ja, es braucht Zeit, bis man es kann. Wenn man es kann, geht es schon. Zum Abschluss des heutigen Wettkampfes steht noch das Downhill-Rennen auf dem Programm. Die Spannung unter den jungen Athleten und Athletinnen steigt. Trainingsnachmittag des SSV Naturns Sektion Einrad. Einmal pro Woche trainieren die Kinder in der Turnhalle eine weitere Einraddisziplin, Freestyle. Also Freestyle kann man sich vorstellen wie das Eiskunstlaufen. Dann gibt es auch Meisterschaften, wo man eine Kür zusammenstellt. Da gibt es noch Einzelküren, Paarküren zu zweit und auch Gruppenküren mit mehreren Personen. Und da werden verschiedene Tricks gezeigt und mit der Musik begleitet. Also das kann man sich wirklich wie Eiskunstlaufen vorstellen. Gemeinsam mit der erfolgreichen Trainerin heißt es für unsere Anfängergruppe aber zuerst einmal üben, üben, üben. Am Anfang ist es schon schwierig, geradeaus zu fahren. Und danach kommen noch als erstes eben die Kurven und dann brauchen sie es dann auch später für die ganzen anderen Tricks. Schön und gut, doch wie macht man Kurven ohne die gewohnte Lenkstange? Ich zeige euch jetzt, wie man laden tut. Das tut man mit den Füßen. Mit den Beinen also wird das Einrad gesteuert. Und beherrscht man mal das, steht dem Erlernen aller weiteren Tricks nichts mehr im Wege. Guck, genau. Super. Ein kleiner Nummer. Mara beherrscht den Hupfaufstieg bereits perfekt. Leos Lieblingstrick ist das Springen auf derselben Stelle. Und Elsa liebt den Trick mit Namen Sitz hinten. Mein Lieblingstrick ist One Fuß vorn. Hinten und nach vorne. Na, auf dem Einrad kann man nicht stehen bleiben, deswegen muss man pendeln lernen. Weil Stillstand ist noch schwieriger. Und klappen die Tricks erstmal, können sie auch gemeinsam mit den Freunden in einer kleinen Show eingebaut werden.
finde es toll, dass man heim auch Freunde hat und weil da überall Leute sind. Weil wenn man da jetzt ganz alleine in der Halle ist, ist es auch nicht fein. Die anderen können halt da mir helfen und dann tue ich mir leichter, wenn ich in der Gruppe bin. Es ist viel Vorbereitung dahinter, bis so eine Kür auch so fertig ist. Viel Training und beim Freestyle soll jetzt halt dann in dem Moment, wo man im Wettkampf vorben, klappen. Und deshalb ist die Aufregung schon am riesengroß und man ist sehr erleichtert, wenn man es dann hinter sich hat. Um sich an das Lampenfieber einer Kür zu gewöhnen, simulieren die Naturnzer Einradfahrer den großen Auftritt immer wieder vor eigenem Publikum sozusagen. Heute sind Valentina und Maya an der Reihe. Ich glaube, dass es ein guter Sport für die Kinder ist, weil er sehr vielfältig ist. Also, jedes Kind hat seine speziellen Richtungen in verschiedenen Disziplinen und da können sie sich ganz spezialisieren, wo sie ihr Talent haben. Und sie lernen ganz viele verschiedene Sachen vom Einradformen, von Gleichgewicht bis zur Koordination, aber auch bei den Gruppenküren, zum Beispiel die Teamfähigkeit ist ganz wichtig.